wir mal an. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Nach der Arbeit, so spät. Freut mich sehr. Sehr viele Leute, alle Plätze belegt. Super Sache. So, ich danke auch die Hoster, die uns... Eurostaff, die uns den Raum zur Verfügung gestellt haben und die Getränke und die Pizza. So, es geht heute um Kubernetes und Docker. Warum wir, oder nee, erstmal, wer das macht, das ist der Michel. So, unser Vortrag besteht aus zwei Teilen. Ich mache den Docker-Teil, bisschen den No-Level-Teil. Michel macht den Kubernetes-Teil, das Orchestrierungsteil. Warum wir überhaupt diesen Vortrag machen, uns hat damals gefehlt, so wirklich ein Überblick für diejenigen, die oder für uns damals, die noch nicht so viel mit Container gemacht haben, was Container sind, wozu sie gut sind, was kann man damit machen und was ist welches Orchestrierungswerk soll man auswählen und was kann man wirklich damit in der Firma privat damit anstellen. So, und deshalb kam dieser Vortrag dann zustande und wir legen mal los. So, die Agenda von dem ersten Teil. Wir definieren erstmal, was wir überhaupt besprechen wollen, den Scope. Entschuldigung. Dann gehen wir auf die Container Fundamentals, was Container sind, wie kann man die benutzen, was der Unterschied zu VMs zum Beispiel ist. Für diejenigen, die sich schon mit Container auskennen, wird es wahrscheinlich nichts Neues sein. Hoffentlich schon. Ein bisschen Insight. Und dann im zweiten Teil gehen wir auf Kubernetes. Dazwischen haben wir noch eine QA-Fragerunde. Wenn ihr Fragen nochmal dazwischen habt, unterbricht mich und dann können wir noch ein bisschen diskutieren. Okay, wer bin ich? Ich bin Oleg Fixel, ich bin DevOps-Ingenieur bei Accenture Interactive im DevOps-Chapter. Oleg, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, magst du mal vielleicht noch ein Stückchen? Ja, oh, danke dir. Sehr gut. Okay, dann stell ich mich hier hin. Danke. Perfekt. So, ich mag CI, ich bin ein langjähriger Gentoo-User und ich lerne auch Golang. Und wenn ihr später noch im nächsten Monat was über Security in dem DevOps-Umfeld erfahren möchtet, kommt nach München, da machen wir einen DevSecOps-Workshop. So, was wollen wir machen in diesem Vortrag? Wir möchten einen Überblick verschaffen über die Architektur der Container und am Beispiel von Docker und Kubernetes. Davor möchte ich aber ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wie die Container so sich entwickelt haben über die Jahre. Weil ehrlich gesagt, Containerisierung ist nicht neu. Wie wir sehen, fängt das schon bei 1979 mit Change Root. Ich glaube, bis jetzt heute wird Change Root benutzt. Wenn jemand einen DNS-Server bind betreibt oder einen Postfix, manchmal laufen die auch in Change Root. Das heißt, damals hatte man nur FS-Isolierung. Das heißt, Filesystem und Container oder ein Prozess, ich spreche nicht von Container, ein Prozess wie DNS-Server hat ein eigenes Change Root, wo alle seine Binaries lagen. Und wenn jemand aus dem Programm ausgebrochen ist, ist er in dieser Filesystem-Sandbox drin geblieben. So, haben wir verstanden, das ist ja nicht unbedingt genug. Und 2000 sind dann BSD-JS rausgekommen. Die hatten auch zusätzlich zu FS-Isolierung hatten die separate IPs und Ressourcenlimitierung. So, dann ein Jahr später kam der Linux V-Server raus. Und also nicht den Linux V-Server, den man online kauft bei 1&1, sondern ein Projekt Linux V-Server. Ja, der hatte noch zusätzlich also File-System, Netzwerk, CPU-Limitierung und Speicherlimitierung. Also eigentlich, wenn man so Docker jetzt anguckt, fast alles, was Docker heutzutage bietet. Solaris Container sind dazugekommen später. Die hatten noch zusätzlich Snapshots-Funktion, nämlich Layer-Funktion über ZFS. Das ist auch ein essentieller Teil, der noch dazugekommen ist zu den anderen Lösungen.
Dann kam OpenVZ, die Lösung für Container, Enterprise schlechthin. Viele Enterprise haben OpenVZ im Einsatz gehabt. Das hatte genau das auch, was die vorherigen Lösungen hatten, FS, User, Processes, Netzwerk, Devices, IPC, Mutex zum Beispiel können, Mutex konnte es auch limitieren. Ja, so. Dann ein Jahr später kamen dann Prozesscontainers von Google, die konnten CPU, Memory, I.O., Netzwerk und wurden später zu Control Groups, C-Groups umbenannt und in Linux-Kernel eingeflossen als C-Groups. Dann, zwei Jahre später, kam die LXC. LXC bietete damals wirklich fast die komplette Containerisierungs-Suite und hat auch schon zu der Zeit C-Groups und Namespaces benutzt. Was C-Groups und Namespaces, kommen wir gleich später hinzu, was es bedeutet und was es bewirkt. So. Dann 2011 kam von Cloud Foundry das Warden-Projekt und das war eigentlich am Anfang basiert auf LXC und hatte noch zusätzlich, ganz aufpassen, Management-API und Client-Server-Architektur. Das, was wir heute eigentlich im Docker sehen. So, und zwei Jahre später kam der Kickoff für Let Me Container For You von Google, was später Libcontainer geworden ist. Und wie wir sehen, in welchem Jahr ist Docker rausgekommen? Und Docker hatte File-System-Isolierung, File-System-Slicing, die Schichten im File-System, Separation von Prozessen und Ressourcen, CPU-Limiting, Process-Tree-Isolation, Client-Server-Modell und eine API. Das heißt, Docker hat damals sich die ganzen Lösungen angeguckt und an einer Stelle implementiert. Das ist auch der Punkt, warum Docker so populär geworden ist. Natürlich ein bisschen Marketing, ist nicht ohne. So, das ist so, wie der Docker entstanden ist. Ein paar Jahre später ist Kubernetes. Zum Kubernetes-Geschichte macht noch Michael ein paar Slides. Das habe ich hier geskippt, übersprungen. Da gab es jetzt vor ein paar Jahren ein großer Kampf zwischen Swarm, Kubernetes, Rancher und so weiter. Meiner Meinung nach 2018 Kubernetes ist de facto Standard für Container-Orchestrierung und deren Derivate, nämlich OpenShift von Red Hat. Deshalb gehen wir auch auf Kubernetes. So, wir kennen uns alle mit VMs aus. Wir betreiben schon lange VMs und wissen, wie es funktioniert. Super Sache. Jetzt will ich einfach VMs zu Container ein bisschen vergleichen, weil wir schon mit uns mit VMs auskennen, wie Container unterschiedlich sind zu VMs. Hier haben wir eine VM, eine Box, Server, da läuft ein Kernel, da, oder eine VM, Server mit einer VM. In der VM haben wir einen Linux-Kernel, Libraries, die mit unserem Betriebssystem hinzukommen, und dann haben wir Applikationen, die diese Library und diesen Kernel benutzen. Simple. So, beim Container, Host oder VM, haben wir einen Kernel und in jedem Container haben wir zusätzlich Libraries und Applikationen. Das heißt, wenn ich hier eine Legacy-Applikation habe, die eine alte PHP-Version, Java-Version braucht, kann ich die schön verpackt, kontrolliert da laufen lassen, muss auf dem System nicht irgendwo auf dem File-System noch verschiedene PHP-Versionen installieren, dann verlinken und so weiter. Das ist einfach. Der Nachteil natürlich, ja, der Kernel ist derselbe. Und das ist essentiell, das kriege ich, die Aussage bekomme ich sogar von Experten, Docker erlaubt dir verschiedene Kernel-Versionen zu laufen zu lassen. Nein, Docker benutzt den Host-Kernel. Und der ist alleine für den ganzen Docker-Host. Das heißt, wenn der hier irgendwelchen Mist macht, hat die ganze Maschine Kernel-Panic. Ja? So, wegen den Ressourcen, wie die Ressourcen gehandelt werden. So ein VM oder so ein Container hat ja typischerweise Storage. Bei VMs haben wir ein
Binary Image, das liegt irgendwo am Filesystem oder auf dem Filer oder was auch immer. Das ist ein Binary Ding. Kann man vielleicht mounten, reingucken, kann man Snapshots machen, da wird es immer mehr davon sein, aber es ist Binary. Bei Container haben wir ein Plain Filesystem, was auf dem Host gemountet ist und was geschichtet ist. Auf die Schichten kommen wir noch später, wie die Schichten organisiert sind und wie die vom Kernel behandelt werden. So, dann gibt es auch Emulation bei VMs, klar, emulieren wir alles, BIOS, Netzwerkkarten, alles. Bei Container haben wir keine Emulation, weil ist der gleiche Kernel, nur Separierung. Also wir müssen gucken, dass das Prozess separiert ist. Netzwerk, klar, VM, Netzwerkemulation, das ist so die Netzwerkkarte, das ist die andere Netzwerkkarte. Der Container nutzt den Netzwerkstack vom Host. Bei Runtime, und das ist meiner Meinung nach der Mindshift in dem Containerbereich. Bei VMs haben wir gestern die VM runtergefahren, heute starten wir die. Die startet mit dem gleichen Stand, die wir gestern runtergefahren haben. Bei Container haben wir mehr oder weniger stateless. Der Container, der Image vom Container und was Images sind, kommen wir gleich nochmal hinzu. Aber wenn Container erstellt wird, hat er eine bestimmte State, nämlich State 0. Wenn der Container gestartet wird, hat er diese State. Wenn der Container gekillt, runtergefahren wird, geht dieses State verloren. Das heißt, man fängt immer von 0 an. So. Und interessant ist, wie man diese State speichert, wie man dem Container wieder die State gibt. Dafür gibt es Construct, Volumes, kommen wir gleich nochmal hinzu. Aber der Mindshift wirklich von Files zu Container startet immer von Stand 0. Ja, und damit muss man halt drumherum arbeiten. Das ist Vor- und Nachteil, ja, dass man da sauber die State trennt. So, jetzt kommen wir drauf hin. Wie so ein Container Lifecycle aussehen kann, wirklich im Überblick, was ein Container ist, was ein Image ist, wie wird ein Image erstellt und wie lässt man ein Image zu einem Container instanzieren. Ich habe da ein bisschen was gezeichnet. Wir haben einen Dockerfile. Dockerfile ist nichts anderes als Definition, wie baut Docker einen Container. Was soll Docker machen, um einen Container zu bauen? Im Dockerfile haben wir so Run-Befehle, run apt-get install, run dies und das, ja, run config-File kopieren und jeder dieser Zeilen erstellt dann eine Schicht im Filesystem für Container. Aber insgesamt, wenn man Docker-Build ausführt, sag mal Image-Test, Version 1.0, erstellt ein Container-Image. Das liegt irgendwo auf dem Filesystem mit seinen Schichten. Auf die Schichten kommen wir gleich. Und dann habe ich die Möglichkeit, unten mein Container-Image, was ich gerade gebaut habe, zum Docker-Hub zu pushen. Oder wenn ich in der Firma halt nicht unbedingt meine Images preisgeben möchte, dann habe ich eine lokale Registry. Und dann kann ich dahin pushen und pullen. Also Images, ich pushe, mein Kollege Michael pullt, ja, und andersrum. Docker Hub ist nichts anderes als Public Docker Registry. Ja, also. Und dann, wenn ich ein Image gepusht habe, gepult habe, kann ich das Image laufen lassen. Und das heißt dann ein Container. Ein Container ist eine laufende Version eines Images. Mache ich Docker Run, und dann lasse ich das Image laufen als Container, sehe ich meine Applikation. So, jetzt haben wir hier gesehen, beim Docker Build habe ich -t-tag, sogenannte Tag, da habe ich den Namen des Containers angeben, sehr einfach in diesem Fall, man kann auch Registry dazu packen, vorne, und beim Docker Hub muss man es nicht, und dann Doppelpunkt und ein Tag, sogenannten Versionstag. Und das ist dafür da, damit ich meine Images organisieren kann. Nämlich, die sind dann im Registry unter Applikation Test hinterlegt und dann gibt es verschiedene Versionen davon. Ja. Ich kann auch hier Latest reinschreiben, das heißt Latest, irgendeine Latest Version.
vorsichtig damit. Das kann der latest Stable sein, das kann der latest Develop sein, das kann der latest Snapshot sein. Also beim latest muss man aufpassen. So wie der Masterbranch abgeht, weißt du nie, ist das Entwicklung oder ist das so quasi der Masterstandard, das ist gerade in Produktion definiert? Genau. Wenn man es selbst macht und in einem Team definiert, also latest ist latest Stable, dann ist okay. Soll man generell mit latest vorsichtig sein. So, und das ist nämlich dafür da, ich baue zwei Container-Versionen, einmal mit 1.0, einmal mit 1.1 und die 1.1 kann ich schon mal auf einem anderen Host testen, laufen lassen und so kann ich verschiedene Versionen eines Programms, eines Containers auf verschiedenen Hosts laufen lassen. Das ist dafür da, dass ich eigentlich, hier habe ich ein bisschen was geändert. Ich lasse die neue Version laufen, die bricht zusammen, dann sage ich, ja, okay, wieder zurück auf die andere. So, jetzt haben wir über die Images gesprochen und wie die Schichten aufgebaut sind bei Images. Jetzt kommen wir auf das Thema Schichtfilesystem für Container-Images. Wie ich schon gesagt habe, jede Zeile im Dockerfile erstellt ein eigenes Filesystem-Schicht. Also wirklich eine komplette Filesystem-Schicht, die zu dieser Zeile das Filesystem bewirkt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich sage in meinem Docker-File from CentOS, dann wird erstmal eine Schicht von CentOS gepullt von Docker Hub. Dann sage ich installiere mal apt-get install irgendwas. Dann werden die Tools installiert, ja, dann wird eine separate Schicht dafür erstellt. Die sind auch verkettet, dann die Schichten. Dann installiere ich Java oder was auch immer was, dann wird noch eine Schicht erstellt. Und dann packe ich meine Applikation drauf, wird noch eine Schicht erstellt. Wozu das gut ist, nämlich beim Erstellen dieser Schichten werden auch Hash-Summen gebildet. Das heißt, natürlich, wenn ich hier was ändere, muss ich die Schichten neu bauen. Aber wenn ich nur bei meiner CI-Pipeline, nur meine Applikation nur noch dazu packe, die Schichten werden gecached. Das heißt, ich baue die noch nicht nochmal neu, ich pulle die nicht nochmal neu. Das heißt, wenn meine Applikation irgendwie 50 Megabyte groß ist, das geht super schnell. Ja? Und der Server, der den Container dann laufen lässt, der muss auch nicht das Ganze pullen. Der muss nur die Änderungen pullen. Das ist auch der große Unterschied zu VMs. Ja, man hat nur die Differenz. Wenn ich dann das im relativ großen Bereich betreibe, habe ich dann vielleicht so eine Legacy-World mit CentOS 6, mit Java, alte Version, irgendeine Legacy-Applikation. Die kann ganz normal auf dem gleichen Host ausgeführt werden, wie auch neue Applikationen, die ich baue mit CentOS 7. Ja, dann habe ich vielleicht ein Image mit PHP-Version, die ich dann updaten kann und darauf kommen dann die ganzen Applikationen. Oder vielleicht was jetzt relativ bekannt ist ein Alpine Linux. Das ist ja nicht CentOS, nicht Ubuntu, sondern eine sehr, sehr schlanke Linux-Version, die extra auf Container zugeschnitten ist. Und im besten Falle möchte ich, dass meine Container wirklich sehr schlank sind, sehr klein, kleiner Footprint, schnell gebaut. Das heißt, Alpine Linux, wie groß ist 50 Megabyte, 80 Megabyte? 5, ja, also 2 oder 3, dachte ich, aber. Ja, okay. Ja, maximal 10 Megabyte habe ich hier. Und dann habe ich mein Golang-Programm vielleicht nochmal 10 Megabyte. Ja, da habe ich den Container komplett mit meinem Programm für 20 MB. So, das ist, wo der Trend hingeht. Hat einer eine Idee, warum das Alpine heißt? Bitte? Warum das Alpine heißt? Und das weiß ich nicht. Weißt du das? Ja. Ja klar, also das ist wie bei diesen kleinen alpinen Rucksäcken, die nimmt man halt, die sind halt so ganz klein und kompakt, die kann man halt mitnehmen oben auf dem Berg. Cool. Ja. Sehr cool, ja. Vielen Dank. Das ist die Idee dabei. Sehr cool. Jetzt haben wir das Filesystem angesprochen, das Layer-File-System.
ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder nicht, Docker macht eigentlich nicht viel selbst. Das ist nicht ein Wunderprogramm, was jetzt Container implementiert. Docker macht nichts anderes als spricht nur die APIs vom Kernel, von Linux und so weiter. Das heißt, Docker ist dann nur noch so ein Orchestrierungsding für Kernel-APIs. Und die Schichtfallsysteme ist auch ein Feature von Kernel. Wir gehen durch die Schichtfallsysteme, die Docker als Backends benutzen kann, um diese Schichten darzustellen. Zum Beispiel, es gibt ein AUFS, aber das ist, glaube ich, mittlerweile schon Legacy, wird auch selten benutzt. Auf manchen alten Bus wird es noch benutzt. Es gibt ein OverlayFS, das ist auch Legacy. Es gibt ein Device Mapper. Device Mapper kennen wir von Linux, das kann Docker auch als Backend benutzen. Das gilt, glaube ich, als Stable für Produktion. Das ist nicht super schnell und nicht super flexibel, aber ist halt stabile, weil die Implementation, glaube ich, relativ einfach ist. Dann gibt es auch OverlayFS 2. Das ist, glaube ich, der Standard für die letzte Entwicklung, außer vielleicht BetterFS. BetterFS ist, glaube ich, Standard bei SUSE und BetterFS implementiert diese writable Snapshots by default, daher kommt Docker sehr gut damit klar. Also, entweder die beiden für die Entwicklung, den vielleicht für Produktion, aber das ist wirklich vom Fall zu Fall unterschiedlich. Nur halt, dass ihr es schon mal gesehen habt. Jetzt kommen wir auf die Volumes. Die Container starten mit Stand 0. Die sind vielleicht gut, wenn ich mal ausprobieren möchte, aber wenn ich gerade eine Datenbank starte, ist das ziemlich blöd. Das heißt, die Datenbank muss ich irgendwie dahin mounten. So, und dafür gibt es diverse Möglichkeiten, oder eigentlich eine Möglichkeit, nämlich die Volumes. Ja. Ich kann mal, genau, ich kann ein lokales Filesystem zeigen, das ein Volume erstellen, named Volume, was ich später in den Container reinmounten kann. Natürlich ist es irgendwo ein Verzeichnis und da war liegt Docker und ja, und das wird einfach da reingemountet. Ich kann es mit dem Namen ansprechen, nicht mit dem Pfad. Und dann gibt es eine interessante Sache, die heißt Plugin Storage Plugins, das heißt NFS, BlasterFS und so weiter. Ja? Und so mounte ich dann meine Valid MySQL oder PostgreSQL, ja, und die Datenbank startet mit Stand 0. Aha, da ist meine Datenbank, da lade ich mal die Datenbank, fertig, gut. Ja, ansonsten, wenn es nicht geklappt hat, dann startet die mit leerer Datenbank. Okay. Ich bin nämlich nicht zu schnell, oder? So, Separierung von Ressourcen. Ein Containerprozess ist nichts anderes als ein stinknormaler Prozess, der auf dem Host läuft. Es gibt Mechanismen, die dafür sorgen, dass dieser Prozess netzwerktechnisch, Filesystemtechnisch, prozesstechnisch, CPU-Memory-technisch im Griff gehalten wird. Und wir haben über C-Groups gesprochen. C-Groups ist ein Linux-Kernel-Feature, was in Linux-Kernel eingeflossen ist. Und das macht nichts anderes als CPU, Memory und Netzwerk und I.O. zu limitieren. Könnt ihr auch Kernel API ansprechen und für euren Prozess manuell sich einen eigenen Docker bauen. Ja, ist auch nicht so schwer. Es gibt, glaube ich, ein Webinar von Aquasec, die zeigen einen Docker selbst gebaut in einer halben Stunde. Genau, dann gibt es Namespaces, auch ein Kernel-Feature. Das sorgt dafür, dass der Prozess denkt, der wäre im System alleine. In einem Host-System würdet ihr trotzdem als Root sehen die ganzen Prozesse, die im Container laufen, aber der Container in dem Container selbst würdet ihr PS machen und dann würdet ihr nichts mehr sehen außer sich. Das sind die Namespaces. Interessantes Thema ist Netzwerken. Es gibt, man kann einen extra Vortrag wirklich nur über Docker-Netzwerke machen. Wir behandeln nur den Standard-Case. Was Docker so out of the box bringt. Es gibt bei Kubernetes auch zig Möglichkeiten für Netzwerke. Wir gehen über das Overlay-Netzwerk, was es ist, wie es funktioniert.
und im REST-Netzwerk, wie man Services nach außen bereitstellt, die im Container laufen. Also Overlay-Netzwerk, habe ich auch ein bisschen gezeichnet. Wir haben hier zwei Nodes, da haben wir zwei Container. Ich habe hier Schichten. So, die haben beide IP aus dem gleichen Layer-2-Netz und es wird auch ein Overlay-Netzwerk erstellt, wahrscheinlich Wunder, nichts anderes als wie XLAN ist. Ich meine, bei Kubernetes gibt es da noch diverse andere Möglichkeiten. Das wird über das physische Netzwerk getunnelt, manchmal sogar IPsec verschlüsselt. Und die Container denken, die sitzen im gleichen Layer-2-Segment, obwohl die vielleicht auf einen anderen Host laufen. Das ist super, das ist eine super Sache, weil das, man muss nicht dran denken, welche Netz-Firewalls dazwischen. Übrigens Firewalls, also die bridgen die Netzwerke. Also wenn der jetzt im DNZ sitzt, ja, und in dem Netzwerk, ja, dann macht der ein Bridge zwischen den Netzwerken. Da wird Security, glaube ich, gar nicht froh sein mit dieser Frage. So, Ingress-Netzwerk. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Traffic genommen. Traffic ist eine Alternative zum HA-Proxy, die ja, Container-Aware ist. Das heißt, hier haben wir sogenannte DMZ oder Entry Points. Ja, hier läuft unser Traffic. Der macht zwei Ports nach außen. Und hier haben wir unsere Container, die sagen, ich will unter dieser Domain veröffentlicht werden. Und der Traffic ändert seine Konfiguration dynamisch und sagt, okay, die Anfragen mit diesem Host gehen zu diesem Container. Weil, wenn man das nicht macht, kann man die Services nicht aus dem Docker-Cluster erreichen. Die sind halt schön intern, ja, laufen da. Man kann eventuell auf dem Host noch was exposen. Dann kann ein Docker-Host den anderen Docker-Host erreichen. Aber von außen kommt man da nicht dran. Dafür gibt es dieses Ingress-Netzwerk, was eigentlich nichts anderes ist als ein Overlay-Netzwerk mit verschiedenen Tags und Regeln. So, jetzt kommen wir zum Schluss meines Teils. Ich möchte ein paar Sachen nochmal erwähnen. Meiner Meinung nach, es ist nicht die Frage, ob man mit dem Container anfangen soll oder nicht. Es ist die Frage nur, wann und wie, ja, wann nämlich jetzt und wie. Also viele fangen mit Entwicklung an, ja, dann Staging und dann ziehen das weiter. Es funktioniert gut. Natürlich ist man besser bedient, wenn man klar die gleiche Strategie für Dev-Test-Produktion benutzt, aber Container sind sehr beliebt in CI-Umgebungen, weil es hoch gestartet, irgendwas gemacht, weggemacht, ja, und Tests laufen lassen, man muss nicht denken, hat der eine da an der VM irgendwas geändert, warum laufen die Kompilation nicht mehr, das hat man bei dem Container nicht. Wenn jemand was geändert hat, hat man Traceability, das heißt man sieht in dem Git, was geändert wurde, was für ein Image daraus geworden ist und so weiter. So. Wie wir sehen, Docker ist der Standard de facto heutzutage für Container, obwohl Kubernetes versucht, von Docker wegzugehen als Container Engine. Ja, das, die Initiative gibt es. Und wir haben ja heute gesehen, man kann Container zusammenbauen, man kann Container laufen lassen. Super Sache, man kann eventuell Ports exposen, dass ich auf einen Container drauf komme. 10, 20, 30, 40 Stück. Irgendwann, es wächst sehr schnell, irgendwann wird es unübersichtlich. Das heißt, entscheiden, auf welchem Host sollen die Container laufen. Laufen die zusammen, laufen die getrennt? Wie viele Replikas sollen laufen? Die Container sollen neu gestartet werden, wenn die crashen oder gestoppt werden oder Host tot ist. Und dann kommen wir dann zu Container-Orchestrierung, nämlich Kubernetes. Das, was der Michael gleich macht. Aber zuerst haben wir eine Fragerunde. Kannst du was zu der Performance von dem File-System sagen? Von dem Overlay-FS? Von welchem FS? Von dem Overlay 2 FS. Overlay 2 gut, schnell.
Ja, man hätte man schon halt am besten also einen einzigen One-Command und dann alles irgendwie zusammenpacken, macht das Sinn oder nicht? One-Command. Achso, ich also glaube, er meinte im Docker-File. Im Docker-File. Ja, im Docker-File. Ich mache ein einziges Run. Das Lustige zu der kleinen Anmerkung, ja. Wir hatten Sonntagabend, haben wir so eine kleine Testpräsentation gemacht und da haben wir beide uns genau über diesen Punkt auch unterhalten. Ja. Also es gibt da verschiedene Bands. Wenn du wirklich kleines Image, kannst du es machen. Wenn du CI hast und du baust permanent, da willst du nicht apt-get install, apt-get update in eine Zeile, und dann macht es jetzt wirklich jede CI-Pipeline. Ja? Dann machst du es vorne und unten machst du nur deine App und deine Änderungen. Da hast du eine große Schicht mit deinen Tools und unten hast du dein Programm und das ist schnell. Der Unterschied von Overlays 2 auf Overlay oder AFS ist schon drastisch. In der CI-Pipeline merkt es. Deshalb GitLab CI sagt extra Overlay 2 überall in den CI-Konfigurationen. Das merkt man. Merkt man auch den Unterschied zu BetterFS, zu allen anderen. Kann ich in dem Docker-File meine Statements anordnen, wie ich will? Angenommen, ich habe keine Abhängigkeiten von Schritt 1 auf Schritt 2. Sodass ich dann sagen kann, Sachen, die sich selten ändern, immer nach oben. Ganz genau, ja. Genau das machst du. Ja. Der Docker-File geht wie Bash von oben nach unten durch. Du sagst, ich mache erstmal apt-get install, apt-get Java installieren, ja, dann mache ich Tomcat, keine Ahnung was, ja, dann mache ich meine Applikation oder sogar dann davor mache ich ein Cache Clear, ne? Dann habe ich sozusagen Base Image, ja, das kannst du sogar als Image machen und dann sagst du, ich nehme das Image als Base Image und dann packe ich nur ein Command, nämlich nur mein Programm drauf. I'm going to ask my question in English, if that's okay. Yes. Can you go back a few slides? Yeah. Back to the one where it says it's a little bit more. A little bit more, yeah. Tell me the topic. A little bit more. Perfect. Containers start with that state. So I worked for Secure Boot Group in Microsoft and Bellevue, and they had this thing where when you start, it make sure that it's secure before boot time. I find it surprising that Docker doesn't start with some set of minimal security configuration, or does it? Wait a sec. Docker is just separating your processes in your host. It doesn't do anything with your hardware. But if it accesses the host, doesn't that open up security possible? Definitely. Docker is a security breach. Okay. As soon as you have Docker access, you can have a root on the system. Okay. That's what our talk is all about in 2 weeks in Munich. Okay. What you have to do to secure your Docker container. And there are some companies, they say, containers, if prepared good, they can be more secure than VMs. Okay. Fragen? Ich würde auch gerne mal wissen, was macht Docker anders als Packer? Was macht Packer? Packer macht auch das. Packer? Ja. Was ist Packer? Packer ist für virtuelle Maschinen. Packer baut ja einfach virtuelle Maschinen zusammen. Docker baut ja Container zusammen. Der Image ist eigentlich, Packer baut aber Image zusammen. Ja, Packer hast ja dann auch ein V-Image. Das ist ja nichts anderes als ein High-Level Bash-Script, sage ich mal, was dir halt deine Applikation zusammenschraubt in halt ein binäres Image am Ende. Also der Prozess ist derselbe, aber du hast halt diesen Unterschied Docker und VM. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, um es besser wirklich vorzustellen. Du hast ja im Prinzip ein VM, da hast du ja sozusagen nichts anderes als irgendwo ein PC mit einem Guest-OS da drin und so weiter und so fort. Bei Docker muss es dann ein bisschen kleiner, das ist halt im Prinzip eine VM, nur aber für deine Applikation. Das heißt, alle Dependencies von deiner Applikation, also Runtime, Configuration, die Applikation selbst, das ist sozusagen ein Container. Ne? Also das ist halt eher schlanker. Ne? Du hast keine Emulation. Okay. Ja, okay. Danke. Und Docker wird auch ein bisschen ähnlich zu VMware in der Packer
Beispiel, oder? Also das heißt, wenn ich Docker Run mache, es nimmt dein Image und führt es aus. Im Ende, das ist nur der Linux-Kernel, was das macht, aber mit Packer, du brauchst am Ende ein VMware oder libvirt oder etwas, was das laufen lässt, oder? Ja. Mhm. Das ist also Packer baut nur ein Image für ein VM und Docker sowohl, baut sowohl den Image als auch lässt es laufen. Genau. Okay. Bei uns im Team kam mal die Idee auf, man müsste jedes Docker-File mit einem Scratch-Image quasi starten. Ergibt das Sinn? Also ich finde es halt schrecklich, wenn man keinen Curl auf dem Docker hat und kein gar nichts. Ergibt es Sinn, ein Scratch-Image zu nehmen? Ja und nein. Okay. Produktion, ja, sicherlich. Ja, je weniger, desto besser. Je weniger Angriffsfläche, da sitzen Security-Experte gerade in der zweiten Reihe. Kannst du dich mit ihm austauschen? Auch aus Production-Erfahrungen sagen, du brauchst es nicht. Du brauchst es zum Debuggen. Und wenn dann es ist ein Mindshift. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Ich habe mich auch geflucht. Kein Curl, kein das. Hey, das kannst du hier machen. Kannst gar nichts debuggen. Dann nimmst du halt die Version und lässt die gegen einen anderen Image laufen. Dann backst du dir ein das gleiche noch auf Debug-Image, kannst du damit debuggen. Aber auf Produktion zum Debuggen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Problem habe, was nur auf Produktion aufgetreten ist, dann hast du ein anderes Problem. Wie debugge ich das überhaupt? Dann hast du ein anderes Problem, dann hast du deine Environments nicht der Produktion gleich abgebildet. Ich meine, das kann manchmal auch ein Lastproblem, das kann in die Komplexe gehen. Für sein Beispiel, du kannst ja in diesen Container dann reingehen, installierst dir halt das, weil du weißt ja, wie dieser Container zusammengebaut ist. Und wenn du fertig mit Debuggen bist, startest du den Container einfach neu, weil deine Änderung ist ja danach quasi weg. Das heißt, danach ist dein Container wieder schlank. Und wie installiere ich mir das, wenn ich keinerlei Befehle habe? Gibt's irgendwas, was du kannst nicht. Vom Scratch hast du nichts. Nee, Scratch hast du Bash. Kann ich auch nichts installieren? Nee, oder wie? Also, Package Manager auch in den 5 Megabyte. Ja, aber ich rede ja von Scratch. Ja, ja. Ach, von Scratch kannst du einen Package Manager installieren, den. Ja, ach, und dann. Ja. Deshalb Alpine. Alpine ist fast Scratch. Du hast APK. Dann machst du APK-Add. Bash, Curl, keine Ahnung was, wenn du gerade Internet-Access hast auf Produktion, wenn der nicht gerade ein Proxy-Böser, der alles hört hat. Ja. Und dann zum Schluss gehst du aus dem Container raus und weg mit dem Container, der wird gerade neu erstellt. Okay. Also im Prinzip lieber Alpine als Scratch. Ja, ich würde sagen, ja, Scratch ist schon, boah. Hast du auf jeden Fall bei jemandem bei dir im Team, der viel Zeit hat, um jeweils immer... Maintain. Zu maintain, ja. Ja, wenn man selbst das ist, der ist nicht entschieden. Also man muss nicht immer den harten Weg gehen, ja. Also wir bauen jetzt alles mit Container und auf Produktion und alles hardcore, ja, Schritt für Schritt. Ja. Assembly-Klasse halt, ne? Ja. Gentoo Linux kannst du auch machen, ja. Dazu ist es eigentlich so, dass alle die Blockkomms verlieren, die einigen sich zumindest mal auf irgendwie gemeinsames Base-Image, ob das jetzt Scratch ist oder irgendwas anderes. Also Firmen, die zum Beispiel sehr viel mit JQE oder mit Java machen, die schrauben das ein eigenes Java-Image weg und sagen dann, nimm bitte alle unser Base-Image. Ja, und, okay. Und sehr guter Punkt, baut ihr zusammen ein Base-Image. Wollte ich gerade sagen, also man muss nicht nur eine Base-Image haben. Wir haben eine Base-Image und daraus haben wir ein Elixir, ein Java und ein PHP, wenn ich das so. Und also von unserer internen Base wird das Elixir-Image gebaut und von dem Elixir-Image wird ein Dev-Image gebaut und da entwickeln alle die Devs da drauf. Und wenn du Base-Image baust, du baust nur ein Base-Image ohne nichts und keine Möglichkeit zu debuggen, sondern du denkst, aha, im Base-Image muss ich die Möglichkeit haben, irgendwie zu debuggen, das und das und das, dann bildest du die Use-Cases, die du dann bei deinem Base-Image abbilden musst. Und dann sagst du, vom Scratch muss ich dann 2 Wochen dran schrauben und noch 2 Wochen, wenn ich es updaten möchte. Oder du nimmst ein Alpine und das ist dann drin. Und du hast einen Trade-off zwischen Größe und Maintainability. Danke. Sind diese Docker-Images cross-platform-kompatibel? Also wenn ich jetzt auf Linux oder auf Windows das laufen habe, ist also das überhaupt ein Unterschied? Oder? Ja, sind die. Das ist eine Abstrahierung. Willst du antworten? Ja, gerne. Also grundsätzlich ja, aber es gibt auch für Windows sozusagen
spezielle Container, die nur auf dem Docker von Windows laufen. Also, du hast im Prinzip Legacy-Applikationen, alte ASP.NET-Anwendung, die sozusagen dann nur in Windows-Container laufen und nicht auf dem Linux-Container. Okay. Docker nutzt Linux-Kernel und Linux-Capabilities. Docker braucht immer Linux, egal was das für Plattform ist. Ich habe schon vieles gehört, von wegen Docker nativ auf Windows. Nein, Docker braucht Linux und das war, wenn du unter Windows hast, hast du eine VM, entweder Hyper-V oder VMware oder VirtualBox, genau, vielen Dank. Das heißt, du hast immer eine VM. Und diese Abstraktionsschicht, ja, kommt in die VM rein. Okay, dann vielen Dank für viele Fragen, sehr spannend. Und wir gehen, ich habe den Michael schon ein bisschen Zeit gefressen, nämlich 11 Minuten. Dann gehen wir gleich zu. Ja, danke Oleg für den ersten Teil. Grundlagen sind geschaffen, steigen wir in das Thema ein. Darf ich auch an der Stelle einmal kurz die Agenda vorstellen. Fangen wir mit dem Kubernetes-Fundament jetzt an. Das sind die Grundlagen in Anführungszeichen. Es gibt ein Question und Answering. Und im Anschluss daran gibt es dann so eine kleine Live-Session. Die werde ich dann nochmal separat in kurz ein paar Minuten vorbereiten, könnt ihr euch mit Getränken versorgen. Und da könnt ihr auch quasi in dem Teil noch sagen, kannst du uns bitte das live zeigen oder kannst du dazu was sagen, dann kann ich da auch gerne eingehen. So, beginnen wir mit mir. Wie lesen kann, Michael Sieberts, ich bin 28 Jahre alt, ich bin derzeit DevOps-Engineer bei HAS, bin noch im Central DevOps-Team tätig. Großteil meiner Arbeit besteht darin, zur Automatisierung betreiben mit Ansible, mit Docker und mit sonstigen Werkzeugen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Kubernetes. Kubernetes deshalb, weil wir auch bei HAS halt die Synergieeffekte davon nutzen möchten und quasi privat schon evaluieren, okay, wie könnte das denn bei uns in der Produktion aussehen. Steigen wir ein bisschen ein mit Kubernetes History. Es gab zwei Vorläuferprojekte von Kubernetes. Das erste ist Borg. Das ist schon 2003 entstanden. Warum? Google hat damals festgestellt, okay, wir lasten unsere Systeme zu wenig aus und wir möchten verteilte Anwendungen wie Google Maps, YouTube, möchten wir verteilen, dass wir unsere Systeme so effizient wie möglich ausnutzen. Aus dem Projekt, das lief dann 10 Jahre, ist 2013 Omega entstanden. Omega hatte den zentralen Unterschied zu Borg, dass der Zustand der Maschinen quasi in einer zentralen Datenbank gespeichert wurde. Das heißt, da konnten sie schon ihre Komponenten ein bisschen ausgliedern und da gab es auch schon viele Komponenten, die wir heute immer noch in Kubernetes sehen. Kubernetes, die erste Version kam 2014 auf den Markt und vielleicht weiß es jemand, warum sieht das Kubernetes-Logo so aus, wie es aussieht. Kubernetes selber steht für, ist griechisch und steht für Pilot oder Steuermann. Und das Projekt lief bei Google intern unter dem Namen Project 7. Wie man nachsehen, nachzählen kann, 7. Kubernetes ist neben Prometheus ein Cloud Native Computing Foundation Projekt und entwickelt sich stetig und prächtig. Wir sind derzeit in der Version 1.11. Ja, und was sind denn so die Ziele von Kubernetes? Ziele von Kubernetes? Kubernetes ist eigentlich ein Werkzeugkasten für uns. Wobei hilft uns dieser Werkzeugkasten? Dieser Werkzeugkasten hilft uns, eine zuverlässige, skalierbare, verteilte Anwendung bereitzustellen. Das ist das erklärte Ziel von Kubernetes. Als erste Einheit oder die kleinste Einheit fangen wir dabei mit dem sogenannten Pod an. Was ist ein Pod? Pod besteht aus einem oder mehreren Containern, wie wir vorhin gelernt haben. Und jeder Pod hat eine eigene IP-Adresse. Und alle Container innerhalb von diesem Pod teilen ein Netzwerk und ein Storage. Das heißt, wenn ich ein Nginx und ein MySQL im gleichen Pod laufen lassen habe, kann ich ein curl localhost 3306 machen und komme auf ein MySQL raus. Mache ein curl localhost 80, komme ich auf ein Nginx raus. Wie ist das? Wie ist das möglich? Die Pods liegen immer auf einer einzigen Node. Das heißt, wenn hier meine drei Container sind, das wird nicht passieren, dass der Container läuft da, der Container läuft da, der Container läuft da, sondern die laufen immer als Einheit zusammen.
Das ist auch wichtig bei der Skalierung zu betrachten, weil wenn ihr eure komplette Anwendung in einen einzigen Pod packt, halt den kompletten Java-Stack, am besten noch die MySQL-Datenbank dazu und keine Ahnung, was noch alles in dieser Container, bläst unendlich auf. Der ist halt schwierig von der einen Node auf die andere Node zu kriegen, oder ihr müsst halt eine so große Node wählen und als Backup nur so eine große Node wählen, obwohl ihr eigentlich schon zwei komplett kleinen Nodes halt klarkommen würdet. Pods lassen sich beliebig hoch und runter skalieren und wie wir schon festgestellt haben, sie starten stateless. Und der letzte Punkt, der für einen Pod wichtig ist, wenn zum Beispiel der Pod auf einer Node ist, die stirbt, wird dieser Pod nicht wiederbelebt, sondern der Scheduler guckt, okay, gibt es irgendwo eine andere Node, wo ich jetzt quasi den gleichen Pod nochmal starten kann, als ist aber ein neuer Pod. Oder wenn eure Node zurückkommt, wird auf dieser Node der Pod neu gescaled, aber der gestorbene Pod wird nicht wiederbelebt. Ja? Auch so die Analogie zu Docker Compose dann ein bisschen? Die Analogie zu Docker Compose ist eigentlich das Deployment. Da kommen wir nachher gerne zu. Ist ein Pod unter der Haube eigentlich wieder ein Container oder gibt es da keinen Kasten? Pod ist eine Sammlung von Containern. Nee, das weiß ich. Aber laufen diese 1 bis N Container wiederum als Pod in einem eigenen Container oder sind die nicht gekapselt? Auf der Maschine. Die sind nicht gekapselt, das ist nur eine. Okay, also ist das nur eine logische Einheit. Sie haben ein eigenes Netzwerk, ja. Aber das war es auch. Also ein bisschen gekapselt sind sie schon, weil der Kubernetes erzeugt pro Pod einen eigenen Network Namespace, genau, sodass dann alle Container, die da drin laufen, die gleiche IP-Adresse haben. Ja, die können auch gegenseitig über Localhost erhalten. Also. In meiner Anwendung, ich habe 5 Pods, Frontend, Backend, Datenbank, was auch immer. In jeder Pod habe ich mehrere Container drin, je nach was diese Pod machen soll. Zum Beispiel ein SQL-Proxy zu einem externen SQL-Server für die Backend-Anwendung. Aber alle die Container, die in einem Pod sind, das ist ein Shared Namespace, das heißt, die haben ein einziges IP-Adresse, was die alle sharen. Das ist eine Abstraktionsschicht. Im Prinzip ging es mir auch nur darum, ob ein Pod gleichzeitig unter der Haube ein Container ist. Oder scheint der nicht ja, so zu sein? Ja, Stern. Und der Stern ist, dass es eins oder mehr Container. Aber für das Basis, also für das Basic, ein Pod ist ein Container. Pod ist nur eine logische Zusammenfassung für Kubernetes, für mehrere Container, die ein gleiches Netzwerk und Storage haben. Weil ja Pod die kleinste Einheit ist und man spricht sozusagen bei Kubernetes ja nicht vom Image, sondern vom Pod. Also Kubernetes ist halt auch die ganzen anderen Punkte danach, es wird eigentlich Abstraktionslevel. Was drunter und runter macht, ist dir halt relativ egal und du konzentrierst aufs Heile. Wir hatten ja beim letzten Mal hat der Kollege ja die Stateless-Anwendung vorgetragen. Ich habe mich danach mit einigen Leuten ausgetauscht und ich glaube, wir sind übereingekommen, Stateless-Welt, ja, schön und gut, aber die Praxis sieht doch ein bisschen anders aus. Und unser Container wird normaler Container, sage ich jetzt einfach mal, braucht einen Config. Was für Möglichkeiten haben wir für den Config? Kubernetes bietet da zwei Möglichkeiten an. Das sehen wir hier im Architekturdiagramm. Das ist einmal eine sogenannte Config-Map und ein Secret. Was die beiden sind und wo sie sich unterscheiden, das kommt jetzt im Folgenden. Wir beginnen mit der Config-Map. Eine Config-Map ist eigentlich nichts anderes als eine Schlüsselwerte-Datenbank. Das heißt, wir haben als konkretes Beispiel, habe ich jetzt mal die Anwendung MetaTwitch bei mir rausgesucht. MetaTwitch ist ein Relay zwischen IAC-Server und Matrix-Server. Das heißt, alles, was man in IAC schreibt, wird zum Matrix-Server übertragen und was ein Matrix-Server geschrieben wird, das wird zum IAC-Server transferiert. Und dieser Anwendung braucht halt Angaben, okay, wie ist ein IAC-Server, wie komme ich denn an den Matrix-Server? Dann sehen wir hier zum Beispiel, diese Config würde anschließend im Container unter MetaTwitch zum Tommel dem Container zur Verfügung gestellt. Und da steht dann sowas drin wie Server gleich Bernie-Scroller ISC Server 667. Wir könnten jetzt theoretisch in der Zeile darunter Benutzername und Passwort reinschreiben. Sollten wir allerdings nicht machen, weil. Alles Klartext. Wird auch im Klartext bei Kubernetes so
angezeigt. Das heißt, wenn ich mir Config-Typ-CTL anzeigen lasse, wunderbar, hat alles, was ich brauche, alles geöffnet. Deswegen würde sich da empfehlen, ein Secret zu nutzen. Ein Secret ist Base64 verschlüsselt. Nicht besonders tolle Verschlüsselung, aber... Das ist kein Verschlüsselung. Coding. Das ist halt wichtig, weil es schon sehr einfach auszulesen ist und wirklich jeder es kann. Also ja. Aber das Tolle ist, warum das separiert ist von der Config, ne? Die sehen wir nachher im Thema Erbar. Jedenfalls, wie mache ich so ein String, sage ich mal? Wunderbar, auf einer Linux-Shell möchte zum Beispiel Admin halt übersetzen, ja. Erhalte diesen String, schönes Passwort dazu, und dann kann ich hier unten dieser, ich nenne es mal Referenz, werden wir immer wieder sehen, kind. Kind ist die Art, in dem Fall ist es ein Secret. Und in diesem Secret, das heißt in dem Falle Data, und da steht halt dann unser Username so drin und unser Passwort so drin. Das können wir dann über verschiedene Varianten in den Container übergeben. Wir können es ihm einmal direkt als Volume-Mount übergeben. Das heißt, er kommt, das wird wirklich als Datei auf dem System gemountet. Zum Beispiel heißt die Datei dann Data und da stehen dann diese zwei Zeilen drin. Genauso, ja? Das heißt, es ist in dem Fall auch Klartext. Also genau wie mit Arbe, das mit Arbe-File schon wäre. Ja, auch gar nichts drin, also hat's. Wenn du in den Container reinkommst und es auslesen kannst, ja, kannst du es zurückhalten. Kann man denn einstellen, dass nur der Container darauf Zugriff hat? Normalerweise hat nur der Container darauf Zugriff und sind auch Namespace-bound. Das heißt, Namespaces gehe ich auch nachher noch immer separat drauf ein. Das heißt, nur die Container, die in diesem Namespace sind, können überhaupt darauf zugreifen. Und die andere Möglichkeit ist per Environment-Variable. Dazu bringe ich nachher im Live-Teil ein Beispiel, weil das halt dann am besten rauskommt, sag ich mal so. Ja. Wenn ich jetzt das obere, also Admin Base64 encoded und eintragen würde in das Secret, was ich bei Kubernetes erstelle, ja, dann habe ich doch im Endeffekt ein Doppel-Base64 verschlüsseltes. Nein. Also, wenn ich den Schlüssel, der übersetzt das wieder zurück. Genau, richtig. Aber wenn ich das Admin Base64 encoded reingebe und er encoded ist und decoded ist, dann habe ich als Resultat ein Base64. Das Problem hatten wir bei uns in der Kubernetes-Umgebung, dass einer unserer DevOps-Engineers sich ein Terraform-Skript gebastelt hat, das genau das macht. Da musste ich in meinem Code ein Base64 Decoding machen, was vollkommen überflüssig ist. Das könnte sich ja ein Bug an. Ja. Also Kubernetes hat auch Bugs. Nee, das ist kein Bug von Kubernetes, nee, das ist ein Bug von der Engineer, der das gemacht hat. Genau, richtig. Also das obere darf man halt nicht machen. Man schreibt in der Secret Admin rein. Nee, das ist richtig. Base64 raus. Also wenn man das auf die Kommandozeile macht, also kubectl create secret from literal, dann macht kubectl, also das heißt die Kommando, was ich ausführe, das automatische Base64 Encoding, nicht Encryption, Encoding, und packt das in ein Secret rein, der genauso aussieht. Aber man kann das auch vorher mit Base64 encoden und das in ein Secret-Datei packen, wie hier, also Apples. Unten Admin reinschreibt, es wird kubectl dieses Secret nicht nehmen. Kann ich dir gerne nachher zeigen, es wird nicht nehmen, das macht. Ja, also man muss. Wenn du Base64 in die Datei packst und das bleibt dann Base64, das ist einfach doppelt falsch. Okay. Vielleicht hast du in die Config Map eingetragen. Nee, das war ein Secret, definitiv. Einmal Terraform, einmal Kubernetes. Also es klingt für mich sehr dass da irgendwas mit from literal mit reingespielt hat. Ja. Darf ich mal das weiterdringen? Klären, bestimmt gleich. Genau. Ja. Gleich ausprobieren. Und es können nur mit kubectl generierte Pods ein Secret auslösen. Es gibt dann nicht noch andere Varianten, wie Pods erzeugt werden können. Gilt das für alle Container innerhalb des Pods? Kriegen die alle die gleichen Secrets? Kannst du definieren? Ja.
wenn du ein Frontend hast, dann kriegen und skalierst die 10 Mal, dann kriegen wir alle gleich 10 Mal. Ich weiß, was du meinst, ich war gerade überlegen. Ich habe einen Pod mit 3 Containern drin. Kriegen alle 3 Container die gleichen Secrets. Das ist eine Einstellung von dem Pod, welche Secret zu welcher Container gehört. Genau, das definiert, pro Container definierst du, welches Secret du mounten willst. Okay. Also der Container könnte es konsumieren, muss es aber nicht. Okay. So, jetzt haben wir unseren Container mit Config versorgt. Wir haben gesagt, wir haben einen Stateful Container, also wir brauchen noch ein bisschen Storage. Jetzt habe ich wieder ein kleines Schaubild, haben wieder unser Kubernetes Cluster. Haben hier unseren Namespace und hier haben wir unseren Pod. Und in unserem Pod haben wir angegeben, okay, bitte greif auf diesen Physical Volume Claim zurück, beziehungsweise geben wir einen Physical Volume Mount und sagen, okay, bitte unter diesen Pfad mounten, und zwar dieses Physical Volume Claim. Das Physical Volume Claim ist quasi im Hintergrund bereitgestellter Speicher. Dieser Speicher kann man definieren in einem sogenannten Storage Glass, das heißt, da gibt man zum Beispiel an, ich habe hier einen Ceph, ich habe hier einen Eisgas, ich habe hier sonst was. Und der Vorteil an der ganzen Abstraktion ist halt, wenn ich zum Beispiel von Block Storage auf File Storage umstellen will, ändere ich zwei Zeilen, muss nichts an meinem Deployment ändern, ich ändere nur die Storage Klasse. Kann man außerhalb des Konstrukts sozusagen, also dass jetzt ein anderer Pod auf diesen Storage zugreift, mit dem Filesystem da reingehen und die Dateien so normal dann lesen, also sozusagen per Terminal? Hängt von der Art des Storage ab, weil es gibt halt Storage, den kannst du nur an einen Container anhängen, zum Beispiel EBS. Es gibt aber auch sowas wie EFS, also Elastic File System, kannst du an Millionen Containern dranhängen. Also es hängt halt vom Backend ab. Wichtig ist in dieser Betrachtung, wir betrachten lokalen Speicher für den Nodes immer nur als Scratch. Also ist da, wir können damit arbeiten, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass wir ihn permanent haben, weil wenn die Node stirbt, Container wird irgendwo anders beliebt, Config ist immer noch da, dann halt Pech gehabt. Möglichkeiten oder ein paar Beispiele, was für Storage-Arten wir nehmen können, ist einmal Cloud Block Storage, ist von Google, AWS. Und was es sonst noch alles an Plugins gibt. Des Weiteren können wir sogenannte Cluster Storage verwenden. Da haben wir einmal die File-basierten, NFS, Cluster Ceph. Und wir haben die Block-basierten, iSCSI, Cluster und Ceph in dem Fall auch. Und dritte Möglichkeit oder besondere Volumes, Special Volumes habe ich sie mal genannt. Wir können ein Git-Repository anbinden. Und wie wir vorhin, oder wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Secret kann ich ja auch als Volume anlegen. Deswegen ist ein Secret auch ein Volume. Ist hier in Fragen? Anmerkung, man könnte auch Azure File für die Cloud Block Storage benutzen, aber dann hat man die Limitierung von MS-DOS von 1986 dabei. Das sollte man nicht nutzen. Das müsst ihr jetzt da, das müsst ihr jetzt schauen. War Azure nicht auch die... Nee, bei Azure gibt es zwei und empfohlen von die Azure Support ist, dass wir Azure File Storage nehmen und das ist tatsächlich ein Samba-Mount oder SMB-Mount und mit 16 Zeichen und so. Den nächsten Punkt wird jetzt wichtig in Bezug auf den nächsten zwei Punkte, wo es um Service und Interesse geht. Das ist nämlich das Thema Labels und Selectors. Wir können in unserer App nicht wunderbare Labels verpassen. Jetzt wieder ein kleines Schaubild. Ich habe meine App, in dem Fall ist es ein Online-Shop, also man kann sich das Ganze als einen Online-Shop vorstellen, der quasi dem Kunden nach außen präsentiert wird. Und das ist so quasi die Pod-Sicht darauf. Da haben wir halt 4 Pods. Jeder Pod hat nämlich das Label App gleich MyApp. Wie man sieht, wir haben einen sogenannten Stable Track, wir haben einen Frontend, wir haben einen Backend. So, der erste Selector, den ich jetzt vorstellen will, ist der App gleich MyApp. Wie wir sehen, alle 4 Pods sind erfasst. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe ja jetzt hier ein schönes Beispiel gemacht. Wie würde ich denn nur die Frontend-Pods ansprechen? Welchen Selektor würde ich dafür wählen? TFE Frontend. Völlig korrekt. Backend.
Und wie wir sehen, wir haben ja hier ein sogenanntes Canary-Build, ist ja immer das, was man so quasi seinen toleranten Kunden als erstes zeigt, so testet mal, wenn ihr irgendwelche Fehlermeldungen seht, schickt uns eine E-Mail, wollen wir aber nicht wirklich, dass wir 10.000 Kunden auf unsere Webseite zugreifen, dass da jeder irgendwie 502, 503 Fehler sieht. Deswegen sagen wir, okay, Track your stable, Kunden kommen nur auf das Stable. Diese Konventionen für Tracks und Peers und so weiter, haben die sich so ein bisschen durchgesetzt oder so Konventionen fast schon oder ist das jetzt auch so es ist frei wählbar in Anführungszeichen. Es ist so, wie jede Firma, die eine sagt, wir wollen CentOS, die andere sagt, wir machen das. Genauso wie hier das Beispiel mit, die einen sagen, wir machen von Scratch, die anderen sagen, wir machen von Alpine, die dritten sagen, nee, wir nehmen direkt CentOS 6 Java. Das ist frei wählbar. Wichtig ist halt nur, dass man sich merkt, was hat man angegeben. Oder man muss es nicht, sich nicht merken, aber man muss wissen, wie man das ausliest. Ja. Der nächste Punkt ist nämlich der Punkt, ja. Die Bezeichnung, Track und App und alles, sind das nationalisiert oder sind die auch alle frei wählbar? Alles frei wählbar. Tags sind halt, mach was du willst. Das ist so wie vorhin, ja. Wie vorhin sein Test 1.0. Kannst du auch Lieschen Müller, schlag mich tot, Anführungszeichen verwenden. Service. Service ist so, stellt uns quasi eine Virtual-IP-Adresse bereit, wird im Kubernetes-Cluster auch Cluster-IP genannt. Wobei hilft es uns, es ermöglicht uns, einen Service über einen DNS-Namen zu erreichen. Das heißt, wir als Client gehen auf diese Virtual-IP und wir müssen uns keine Gedanken drum machen, welche IP-Adressen haben die Pods im Hintergrund. Wie wird so ein Service definiert? Wieder YAML-Syntax, wir sehen wieder Client ist in dem Fall der Service. Wir arbeiten mit einem Selektor, sagen, okay, in dem Fall ist es Dillinger. Dillinger ist ein kleiner Frontend-Editor, welcher auch mit LaTeX klarkommt. Sagen, okay, App Dillinger, wir wollen natürlich auf das Frontend, wir wollen nicht auf die Datenbank. Und sagen hier als letztes, okay, nach außen hin wollen wir über den Port 80 an den Container drankommen, aber im Container selber läuft die Anwendung auf Port 8080. Und darüber findet dann sogenanntes Match statt. Also ein Service filtert halt über, filtert die Pods mit Hilfe von Labels und Selectors. Das ist die erste Art, wie wir an unseren Service rankommen. Hat allerdings die Einschränkung, wir müssen Kubernetes innerhalb von dem Kubernetes-Cluster sein, weil sonst kommen wir da nicht ran. Das heißt, die erste Art, wie wir von extern drauf zugreifen können, ist der sogenannte Nodeport. Eigenschaften von Nodeport ist, er öffnet auf jeder Node, wo dieser Container läuft, einen Port und matcht den quasi gegen den Service. Ich habe eine kleine Grafik zugemacht, dass es ein bisschen verständlicher wird. Nodeports in Kubernetes gehen standardmäßig von Port 30.000 bis 32.767. Das heißt, im konkreten Falle haben wir einen Port 30.000 rausgesucht. Das heißt, ich habe hier meinen Traffic, hier über irgendeine Node, egal welcher, werde an den Service weitergeleitet, kann also auf diesen Service zugreifen und IPs von dem Port sind mir egal, weil ich habe ja hier meine Cluster-IP, komme an meinen Service ran. Dazu habe ich nachher ein praktisches Beispiel, das ist bei mir beispielsweise das SSH, weil Port 22 ist belegt, deswegen nutze ich in dem Fall halt eine Cluster-IP, damit ich an meinen Container drankomme, egal wo er läuft. Nächste Möglichkeit, hat der Olli vorhin auch schon ein bisschen was zu erzählen, ist ein Ingress. Ingress in Kubernetes ist eigentlich auch nur ein Abstraktionslevel, weil macht genau dasselbe wie in einem normalen Docker. Kleines Schaubild wieder dazu, haben unser Kubernetes-Cluster, unser Namespace. Haben wir jetzt halt einen Ingress und sagen, okay, wir möchten unsere Anwendung unter trollololo.com Port 80 erreichen. Der hat dann wieder einen Selektor drin, der geht aber diesmal auf den Service. Service geht dann fort und wir sehen unsere Anwendung nach draußen. Vorteile an dieser Lösung ist auch, wir können zum Beispiel sagen, okay, wir sind hier innerhalb von dem Cluster, alles sicheres Netzwerk, wir brauchen kein HTTPS, weil es ist schneller, wenn wir es über HTTP machen und nach außen hin wollen wir über HTTPS aus Sicherheitsgründen machen.
könnt dann an der Stelle beispielsweise SSL Offloading oder Let's Encrypt oder was wir sonst so haben, lustig einsetzen. Und weitere Möglichkeit, wir können natürlich hier zum Beispiel einen Ingress total sicher machen, weil das ist zum Beispiel da auch eine Kreditkarteninformation drüber. Und der andere ist aber nur der DevOps-Server, sage ich mal in Anführungszeichen, wo wir nicht irgendwie Mod Security oder sonst was haben müssen, sondern wir wollen einfach irgendwie darauf zugreifen, gucken, was die Anwendung uns zurückgibt. Dann ist dann ebenso möglich. Fragen? Dann kümmern wir uns jetzt ein bisschen mal um das Management von den Pods, weil klar, wir können halt sowas wie Docker Run machen, aber eigentlich wollen wir ja in dem Bereich Orchestrierung. Das heißt, die erste Möglichkeit, die wir haben, ist ein sogenanntes Deemset. Eigenschaft von Deemset ist, ihr müsst explizit definieren, dass es auf einem Node nicht laufen soll. Weil standardmäßig, wenn es über den Selektor eine Node findet, schnappt es sich eine Node, startet dann Deemset drauf. Praktische Beispiele. Fällt einem eins vielleicht ein. Prometheus Node Exporter, ein Begriff. Ist halt ein schönes Tool, mit dem ich quasi alle Metriken vom System quasi mir abzapfen kann. Und wenn ich quasi eine neue Node in mein Cluster reinnehme, will ich die gemonitort haben. Deswegen lasse ich einen Node Exporter Daemonset laufen. Sobald die Node hochfährt, startet der Node Exporter. Ich kriege die Daten an zentraler Stelle. Nee, Node automatisch gemonitort. Sieht dann dementsprechend aus. Und wenn wir halt wollen, dass es auf einer Node nicht läuft, setzen wir dann sogenanntes Tolerations. Das sind beispielsweise hier. Und hier sagen wir, wenn das dein Kubernetes Master ist, dann bitte nicht darauf scalen. Viele Anzeigen mit Elasticsearch, was dann halt auf einen Docker-Nodes läuft. Auf etcd-Nodes wird es natürlich auch nicht gescalen. Zweite Möglichkeit, wenn wir wissen, okay, das soll nicht auf allen Nodes laufen, sondern wir wollen eine bestimmte Anzahl haben, ist das sogenannte Replica-Set. Replica-Set definieren wir, okay, ein Replica-Set, möchten vier Replikas. Was macht das? Das Replica-Set bzw. der Replication-Controller geht im Hintergrund hin, guckt, okay, wie viele Pods habe ich denn gerade? Oder wie viele Replikas? 3. Aber gesagt, ich möchte 4. Sagt er, okay, starte ich dir halt noch ein. 4 da, alles super. Und er kontrolliert dann immer weiter im Hintergrund halt, okay, ist die Anzahl da oder ist sie nicht da. Also schönes Überwachungstool, sage ich mal in Anführungszeichen. Als kurzer Hinweis, ich weiß nicht, ob es einigen schon aufgefallen ist, ich habe hier immer so ein paar Symbole immer unter den Slides drunter, das ist halt aus der Kubernetes-Architektur quasi das jeweilige Icon. Das heißt, wenn ihr irgendwann auf einem schönen Architekturbild sieht, wisst ihr, okay, das ist, stellt das und das dar. Das Replica-Set ist so der alte Standard, sage ich mal, auch immer noch in Verwendung, aber der neuere Standard oder was sich mittlerweile durchgesetzt hat, ist das sogenannte Deployment. Ist ähnlich was wie Docker Compose. Können wir sagen, wir wieder kein Deployment, 4 Replikas, also eigentlich kein großer Unterschied zum Replika-Set. Der entscheidende Vorteil ist allerdings, wir haben ein Änderungsmanagement. Das heißt, wenn wir jetzt einen Entwickler haben und der sagt, oh, MariaDB 11 ist draußen, wir müssen sofort upgraden, ändert das auf MariaDB 11, startet das und der Vorteil ist, Deployments können ein Rolling-Update machen. Das heißt, Sie können beispielsweise, also sage ich zum Beispiel, okay, ich habe hier 3 Container, aber es müssen mindestens 2 müssen immer laufen. Du darfst maximal einen rausnehmen, um den zu updaten. Dann nimmt er den einen raus, macht er das Update und merkt dann irgendwann, okay, der Health-Check hier, der definiert ist, der läuft nicht durch. Der Vorteil, wir merken es nach außen hin nicht, weil wir haben ja immer noch 2 Load-Balancen drin. Der dritte, da können wir jetzt quasi anfangen zu debuggen. Wenn wir es hinkriegen, machen wir wieder ein Patch, läuft das ganze Spiel von vorne los. Und wenn wir aber irgendwann feststellen, oh, MariaDB 11 gibt es aber gar nicht, wir müssen zurück, dann sagen wir halt, ja, wir nehmen jetzt die Version, die wir 2 Versionen vorher deployed haben,
dann steht da wieder MariaDB 10. Er setzt diesen einen fehlerhaften Container oder diesen fehlerhaften Pod. Wir haben wieder drei Pods. Nichts passiert. Fragen? Diese Rolling-Strategie, von der du gerade gesprochen hast, die ist in dem Beispiel noch nicht drin, weil sonst wäre die halt vom Platz her ein bisschen. Da kannst du wirklich viele Sachen einstellen. Ich glaube aber, so genauso kannst du hier unten bei wie viel Prozent er zurückrollen soll, wie viel Stück auf einmal er machen soll, wie schnell und so weiter. Seriell, parallel und Stufenrank, das ist das Geile am Kubernetes, wirklich die Deployments. Du hast automatisch out of the box deine Rolling Releases. Ganz auch hier, beispielsweise hier ist jetzt nur das Port-Beispiel, du kannst da Environment-Variablen setzen, du kannst da Volume-Bonds drin hängen, du kannst Ressourcen-Limits setzen. Die Health-Checks? Die Health-Check kannst du, sind entweder im Container selber quasi mitgeliefert, in Anführungszeichen, kannst auch selber definieren. Was sind so die Best Practices, was zum Beispiel, also es ist ja halt ein bisschen, Kubernetes ist ja ein bisschen als Docker. Docker, ich habe im Prinzip meinen Host-File, da mache ich ja meine Services, mein Networking, Volumes, das Ganze drumherum. Hier habe ich sozusagen dann gewisse Kinds, macht man dann sozusagen mehrere Dateien daraus, also kein Service, kein Deployment, kein dies, das, und dann letztendlich dann im Prinzip den kompletten Ordner einfach laufen lassen. Ja, das sehen wir nachher im praktischen Beispiel, aber um es vorwegzunehmen, ja, also ich gehe standardmäßig hin, wenn das ein Service ist, kommt das in die Service-Datei. Ist ein Deployment, in die Deployment-Datei. Ist ein PVC, in die PVC-Datei. Hast du auch beim Merging mit Git auch weniger Probleme? Ja. Please feel free to answer in German, obviously. Is the parent process taking care of the child process subport management? The parent process? Replica. Process. You have four replicas. What's taking care of the container port, since they're all running on the port? And please feel free to continue. This container port is, as you remember, each port has its own IP address. So they all have this port, but you have the port has different IP addresses, so you address it with a different IP address. And that's managed. What's managing the IP address? The operating system or a parent replica? Kubernetes itself. Kubernetes is managing the network, but the network is a part of the Linux stack. So Kubernetes is orchestrating via Docker or some other container system the network stack. Gotcha, thank you. Dann kommen wir zu dem Begriff, den ich jetzt immer wieder vertröstet habe, nämlich den Namespaces. Hatten wir vorhin ja auch schon in anderem Kontext. Hat einen ähnlichen, oder ist ähnlich in der Kubernetes-Umgebung, nämlich wir können damit quasi ein bisschen Separierung betreiben. Und die Eigenschaft ist nämlich, innerhalb, wenn wir uns innerhalb von einem Namespace befinden, das heißt, wenn wir hier ein Deployment MySQL starten, und dann kommt ein anderer Entwickler und will auch ein MySQL starten, als auch das Deployment MySQL, wird er da nicht starten können, weil Kubernetes sagt, ich habe schon ein Deployment MySQL. Das hat leider Pech gehabt. Das heißt, innerhalb von einem Namespace muss das Deployment unique sein, es muss aber nicht unique über die verschiedenen Namespaces sein. Das heißt, kann der Entwickler dann sagen, hier, starte bitte im Namespace Quest in dem Falle, dein MySQL-Container, dann kannst du den wunderbar erreichen. Im Prod können wir das genauso machen und dadurch, dass sie über Services angebunden sind, der Service respektiert auch, in welchem Namespace der Container läuft. Das heißt, wenn das MySQL-Deployment im Bereich Dev läuft, dann könntet ihr, und der Service MySQL heißt, könntet ihr den Container in dem Fall über MySQL.dev ansprechen. Im Bereich QS, MySQL.QS. Pod, MySQL Pod. Gucken wir mal, aufgepasst hat. Ich habe hier DevQS Pod dran geschrieben. Was wäre denn eine bessere Möglichkeit, wenn ich quasi nur eine Anwendung habe? Also, in meinen Augen wäre es doch besser, ein Dev-Cluster, ein QS-Cluster und ein Pod-Cluster mit Default-Namespaces zu nehmen, oder?
Weil, wieso soll nicht Cluster, sondern halt hier, also ich habe jetzt in dem Falle, glaube ich, halt meine Anwendung in Dev Namespace, in Quest Namespace, halt in Pod Namespace, aber ist ja eigentlich nicht notwendig, weil ich habe ja eine andere Möglichkeit, das zu treffen. Du kennst ja, ja? Labels. Völlig korrekt. Ich hatte ja am Anfang das Beispiel, wo ich hier meine vier Pods hatte und habe gesagt, hier, das ist der Track Stable, hier ist das Track Canary. Weil der Vorteil an den Label-Lösungen ist nicht unter anderem, dass, wenn ich nur einen Namespace habe, kann ich dem Entwickler sagen, okay, das ist nicht eins der nächsten Themen auf. Hier übrigens gerade ein Beispiel zu den Default Namespaces, die ich noch erkläre. Ich sage dem Entwickler, okay, du kriegst Recht auf diesen Namespace, dann kannst du diese Anwendung komplett debuggen. Du kannst in die Dev reingucken, du kannst in die Quest reingucken und wenn auf Produktion ein Problem besteht, sag ich dir Bescheid, guck's nach, fix das und kannst quasi selber dafür sorgen, dass über die CI-Pipeline beispielsweise die Anwendung von Dev nach Quest nach Pod wieder wandert. Default Namespaces im Kubernetes Cluster hängt unter anderem auch davon ab, welchen Installer ihr verwendet. Die zwei Standard-Namespaces sind immer der Default-Namespace. Default-Namespace landet alles drin, wo ihr nicht im Deployment oder während des Deployments ein Namespace angeht. Das heißt, wenn ihr einfach kubectl apply macht und in der Config steht auch kein Namespace dev drin, landet das hier. Es gibt einen Protected-Namespace bei Kubernetes, den man nicht löschen sollte, normalerweise auch nicht löschen kann. Normalerweise. Das ist der sogenannte Kubesystem Namespace. Da läuft nämlich der API, der Controller Manager, der Scheduler und der Kubeproxy, die sich halt darum kümmern, dass auf den Nodes entsprechend die Anwendungen gescheduled werden, überwacht werden, neu gestartet werden. Wie kann man den löschen? Kannst auch einfach Service Kubelet Stop machen, dann freut der Admin sich auch sehr. Du meinst den Namespace, der ist protected, das heißt, man kann nicht irgendwas da rein deployen? Du kannst schon rein deployen, aber wenn du halt dir zum Beispiel einen Kubeproxy wegziehst, dann kommst du an keine Anwendung mehr ran. Okay. Wenn du die API wegtust, weißt du das Cluster nicht mehr, okay, läuft mein Pod, läuft er nicht. IPs werden nicht mehr aktualisiert, also legst du quasi dein Cluster selber mit. Aber es würde schon Sinn machen, so Monitoring-Ports da rein zu deployen in das Kubesystem oder so? Ich würde einen separaten Namespace verwenden, weil wenn du zum Beispiel ein Upgrade machst und während des Upgrades zum Beispiel Kubernetes sagt, okay, ich schaue jetzt mal auf Low-Level den Namespace weg, weil ich habe jetzt alles komplett neu gemacht und kreiere den Namespace neu, dann ist halt auch dein Monitoring weg. Das ist im Namespace sonst nicht anders. Am besten hättest du die Folie gar nicht drauf. Wir möchten natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, wir hatten vorhin das Beispiel mit, warum schreiben wir nicht in die Config einfach unser Passwort rein und haben dann festgestellt, okay, eigentlich können wir das Secret auch relativ einfach auslesen. Prinzipiell ja, aber wir haben natürlich eine Möglichkeit, um den Entwickler es ein bisschen schwieriger zu machen. Das ist nämlich das Thema Airbag. Airbag steht für Richtig. Nochmal bitte. Das Thema ist schon ein bisschen in den Köpfen drin. Haben hier eine kleine Tabelle zugemacht. Wichtig zu dieser Tabelle ist, wir haben hier die sogenannten Subjects, auch Personen genannt. Die sind frei wählbar. Es gibt immer einen Cluster-Admin und alles, was wir darüber hinaus machen, können wir uns aussuchen. Dann haben wir hier in der Mitte die sogenannten API-Ressourcen. Das ist eine feste Liste, ist von Kubernetes vorgegeben, können wir nichts dran ändern. Aber wir sehen hier, Config Map und Secrets sind getrennt. Und auf der rechten, die sind auch fest, haben wir die Operationen, die wir quasi der Person erlauben können. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, der Entwickler darf den Pod listen, darf sich auch die Pod und die Config Map angucken, aber er darf nicht auf das Secret drauf zugreifen. Und wenn er nicht explizit in den Container rein exekutieren kann, wird er nicht an dieses Secret drankommen. Also ist das quasi so, dass einfach quasi der Entwickler weiß gar nichts von den Secrets, aber der verwendet die trotzdem, weil er die ja zur Anwendung für die
Der Pod habe ich ja erlaubt, das Secret quasi zu konsumieren. Ich sage nur dem Entwickler, du darfst nicht das Secret. Also, du sagst dem Entwickler, du deployst deine Applikation, der Secret wird da und da und so heißen. Ja? Und ich tue da schon die richtigen Wert rein und der nutzt es einfach. Der geht davon aus, dass da das Passwort für die Daten steht. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich kann als IT-Beklagung quasi die ganzen Authentifizierungsdaten bereitstellen, muss die nicht über Klartext per Mail verwenden. Was ja heutzutage immer noch passiert. Mit der Tabelle kann man so ein bisschen Memory spielen. Also man kann halt sagen, Developer, List, PV, PVC, wie man halt gerade lustig ist. Hab natürlich dazu auch wieder eine schöne Grafik. Hier sind die Dev-Admins. Hier haben wir halt drei Dev-Admins, die haben unterschiedliche Namen, beziehungsweise melden sich ein Zertifikat an so einem Kubernetes-Cluster an und die gehören alle zur Organisation DevOps. Organisation DevAdmins ist eine Group DevAdmins, die hat ein sogenanntes Role-Base DevAdmins und in der Role-Base ist quasi die Clusterrolle definiert. Und in der Clusterrolle steht quasi drin, die dürfen auf dem Namespace Dev, beispielsweise auf dem Namespace Dev, die und die Operation machen und sonst kommen sie nirgendwo anders hin. Kannst du mit deinem Kubernetes benutzen, mit deinem Samba for LDAP-Konfiguration? Ja, es gibt ein Projekt, weil ich selber mir angeschaut habe. Habe ich aber noch nicht allzu viel gemacht, dadurch, dass es halt nur im privaten Bereich einsetzt. Aber ich habe da halt auf GitHub ein Projekt schon gesehen. Man könnte auch OpenID Connect benutzen, also you can set that on top of Active Directory Federation Services. Doof wäre halt, wenn dein SSO innerhalb vom Cluster läuft und dein SSO halt down ist, dann kommst du nicht mehr in den Cluster rein. Das heißt, du solltest schon zumindest einen Cluster-Admin haben, der halt dann in das Cluster reingehen kann und kann dein SSO beispielsweise restarten. Ja, as far as I know, it also supports Active Directory. LDAP, I believe. Ja, oder out of the box. Points, ja. Nicht out of the box. No? Okay. Es gibt irgendein Projekt, wo man das dann irgendwie anbinden kann, aber es ist irgendwie etwas komplizierter. Angenommen, ich hätte jetzt das Setup, dass alle meine Software in Default gelegt wird. Habe ich eine Möglichkeit, einem Secret zu erlauben, auf ein Subset angewendet zu werden und auf andere Ports jetzt nicht? Oder ist das nur im Namespace? Ein Secret ist Namespace-bound. Nicht mehr und genau, nicht weniger. Also gibt es diese Variante nicht. Okay. Deswegen, es macht für gewisse Bereiche halt, muss man sich überlegen, wie man sein Setup quasi clustert. Klar. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Komponenten gesprochen. Kümmern wir mal uns um das große Bild. Das heißt, was brauche ich, um quasi so ein minimal HA zu haben, dass halt nur noch mal ausfallen kann oder sonst was. Minimal HA-Design besteht immer aus zwei Mastern. Da läuft ja die API drauf, da läuft der Controller Manager drauf, da läuft der Scheduler drauf. Die Master speichern die Informationen, zum Beispiel die Config Map, die Secrets, die Statusinformationen, speichern die alle in einem etcd-Cluster. Ja, man kann den Kubernetes-Cluster mit einer etcd-Node betreiben. Hat den entscheidenden Nachteil, wenn die eine etcd-Node weg ist, ist euer komplettes Cluster erstmal in der Schwebe und wenn ihr die Node nicht wieder hochkommt, könnt ihr euer komplettes Cluster wegschmeißen und einmal neu machen. Warum keine zwei Nodes? Wegen des Kraft, es nur ungerade Anzahl ist. Deswegen Mindestanzahl 3, kann eine wegkrachen, sollte natürlich dann schnellstmöglich wieder hochkommen, aber wir können temporär damit leben. Warum das dann nicht bei den Masters? Bei den Masters ist es auch mindestens 3 für HA. Master, dass die nächste Grafik gleich kommt, quasi wie so ein Production-Ready HA-Designer, da gehe ich dann explizit drauf ein. Und auch zwei Worker wird auch theoretisch einer erreichen.
Wenn der eine weg ist, ist nur Anwendung statt. Dann machen wir zwei. Bei Kubernetes war es anders als Docker, also wenn ich Docker sage, dann ist es Swarm. Bei einem Master haben wir keinen Leader sozusagen. Ne? Die sind beide sozusagen. Nein, die wechseln sich ab. Sehen wir auch nachher im Live-Teil, wer Interesse hat, sieht man wunderbar in den schönen Grafana-Grafiken, wann die beiden wechseln. Also die wechseln sich tatsächlich ab. Sollte man die API, sollte man nach Möglichkeit auch immer an der VIP anbinden. Und die VIP quasi im Hintergrund sind dann beide Master integriert. Weil sie speichern ja ihre Daten in der etcd-Klasse, das heißt, da gibt es gar nichts VIP rein. Kannst du trotzdem nochmal darauf eingehen, warum für etcd das 3, so wie ich es auch kenne, gilt, aber für die Masters nicht? Das etcd enthält ja quasi alle wichtigen Informationen über dein Cluster. Das heißt, dein Master schreibt da auch rein, okay, wie viele Pods gibt es, wo laufen die Services, das ist ja alles eine Match-Datenbank, sag ich mal. Das ist eine verdammte Datenbank, die funktioniert über RAF-Protokoll. Also, RAF-Protokoll hat bestimmte Anzahl an HA-Nodes, 3, 5 und so weiter, damit die einen Konsensus haben. Das hat mit dem RAF-Protokoll einfach zu tun. Um Konsensus zu kriegen, braucht der RAF-Cluster einfach 3 Nodes. Wenn die eine weg ist, ist er in so einem, temporären Modus, wo er noch funktionieren kann. Aber wenn eine Node bleibt, dann ist der RAF-Cluster nicht mehr funktionstüchtig. Bei 5 Nodes, also ab 3, 4 ist egal, er kann auch nur eine Node kaputt gehen. Aber bei 5 können dann 2 kaputt gehen. Das ist wie bei Weltmann. Kannst du ja auch nicht 2 Festplatten jetzt wegfallen lassen, dann würde ja Parität aber hast du da Argument. Ja. Also und eigentlich aber auch wieder ein Stateful und Stateless Argument. Im Endeffekt, ja. Masters ist Stateless. Die Master kommt aus Stateless. Und deshalb hast du 2, falls einer weg, kannst du natürlich einen machen, aber dann hast du überhaupt keine HA. Ne? Bei Master ist es Stateless, Run Robin einfach und der schreibt das alles in die Datenbank, die wirklich dafür sorgt, dass Konsensus immer da ist. Ist auf 3. Minimum. Aber jetzt mal 2 ETC-Cluster wegfahren kann, fällt das trotzdem aus dem dritten, der die anderen beiden wiederherstellen theoretisch? Mit sehr viel Mühe. dieses Cluster wählt auch selber einen Leader. Das heißt, dadurch, dass wir 3 Nodes haben, die stimmen sich alle so ein bisschen ab. Das heißt, wenn du ein komplettes ETCD-Cluster durchstartest, sollst du sehen, okay, die raffen sich erstmal zusammen und machen so ein bisschen Abstimmung, sage ich mal. Mit 3 Nodes ist das halt möglich, mit 2 Nodes musst du halt gucken, dass die beiden halt am Leben bleiben und der dritte wieder dazukommt. Der öffnet sich dann halt wieder als Slave in Anführungszeichen ein und wenn irgendwann ein anderer wegkracht, kann es dann sein, dass er wieder Master ist. Dazu jetzt im direkten Vergleich ein, dann nenne ich es mal Bot Valley Design. Haben ein bisschen mehr Toleranz, sage ich mal in Anführungszeichen. Was sofort auffällt, 2-2. Es bringt keinen Vorteil mehr, 2 Master zu haben. Warum? Weil die ganzen Informationen, die sind stateless, alles in diesem Cluster. Wie Oleg schon gesagt hat, RAF-Protokoll 5 können 2 ausfallen. Und was wir hier noch machen, wir nehmen quasi den Ingress-Traffic von den Worker-Nodes weg, können den auch separat nutzen. Auslagern, sage ich mal, können dadurch, dass sie ja quasi in einem großen Netzwerk sind, kommen die halt immer noch an die Services. Das ist dran, aber wir haben halt die Möglichkeit, nach außen hin die Worker-Nodes wesentlich besser abzuschotten. Weil so Sachen wie zum Beispiel Node-Ports öffnen wir nicht auf unseren Pod-Workern, sondern auf den Ingress-Nodes. Gibt es keinen Vorteil, jetzt 3, 4, 5 Node-Nodes? Im Endeffekt schon, wenn es 2 gleichzeitig ausfahren sollten, dann hätte man halt beim dritten noch einer gelöst. Also die Anzahl hier ist irgendwie. Ja, ja. Die Anzahl hängt einfach davon ab, was hast du für Load, was willst du ausgeben. Genau. Ja, genau. Also Workload-Nodes. Kann man nicht die Workload-Nodes einfach über einen Monitoring nachbuchen? Ich habe ja einen Cloud-Anbieter und kann doch sagen, mir ist ein Node gerade abgeraucht, stell mir bitte noch 2 hin. Natürlich, also schauen. Also
Ja, das ist Best Practice so und man kann das auch mit Last skalieren, dass man geht zu Cloud Provider. Ich glaube, das ist eher für Bare Metal gedacht, oder? Also sagen Sie, ich habe den Vorteil der Kubernetes Fundamentals genannt, aber um es also vorwegzunehmen, natürlich, du kannst sogar deinem Kubernetes-Cluster, deinem Kubernetes-Master sagen, hier, das ist mein Provider, das ist mein Access-Key, wenn jetzt eine Node abbraucht, erzeuge mir komplett eine neue Node mit dem Image, boote die, nimm die in das Cluster rein. Ja, aber wenn wir von Cloud sprechen, würde ich dann immer empfehlen AKS oder also Azure Kubernetes Service oder Google Kubernetes Engine zu nehmen, statt dasselbe zu stricken, weil dann managt automatisch Microsoft oder Google diese gesamte Management Nodes und Storage und so. Also zum Beispiel wenn du EKS oder wie heißt es bei AWS? EKS bei AWS, AKS bei Azure und GKI bei Google. Ja. Da siehst du quasi von Google nichts. Also du kannst halt mit KubeZL sie aufwissen lassen, weil es sind halt nicht direkte Worker nutzen oder nicht direkte Nodes, die deinem Account zugeordnet sind, sondern du hast einfach einen Worker-Node, gibst da so ein Kommando ein, damit meldet der sich quasi am Master an, ist in dem Netzwerk drin und da schedulst du dann deine Schedules über den da deine Arbeit, sage ich mal, drauf. Aber hier das ganze Upgrade ist einfach, macht ihr mal, ihr wisst, wie das geht. Ich sorge dafür, dass meine Anwendung läuft. Aber war es nicht so, dass du gerade bei diesen Managed-Plattformen den Nachteil hast, dass im Prinzip so ein Admin, glaube ich, du hast es mir erzählt, dass ein Admin komplett da reingegangen ist. Natürlich. Und einen kompletten Zugriff sozusagen auf deinen kompletten Cluster. Also das ist mir tatsächlich passiert. Ja. Schau, willst du es erzählen? Also wir waren in der Azure Kubernetes Service Preview und ich habe ein Problem gehabt und ein Ticket aufgemacht und dann irgendwann Wochen später ein Ingenieur hat sich in meinen Pod rein eingeloggt und irgendwas ausgeführt und jetzt ist gefixt. Und also, boah, gut, das ist nur testweise. Bei anderen, ich weiß es nicht, bei Google kann ich mir das nicht vorstellen, dass es so möglich ist und vielleicht bei Azure ist das inzwischen besser, weil das war tatsächlich Preview, aber trotzdem Gefahr steht da. Also man gibt halt die Kontrolle über sein Kubernetes Cluster halt ab und muss sich halt keine Illusion machen, wenn die irgendwie wollen. Das ist ein Trade-off, ja. Man hat nicht, die muss man nicht managen, aber. Aber wie können wir der Sache einfach entgehen? Wir hatten letztes Mal gesehen mit KubeADM. Kann man machen. Erster Punkt, den man für sich entscheiden muss, will ich Single-Node-Setup oder will ich Multi-Node-Setup haben? Was könnte der Sinn von einem Single-Node-Setup sein? Entwicklungssystem. Völlig korrekt. Ich habe einen Entwickler sitzen, der hat gesagt, ja, ich will mal hier mal gucken, ob meine Anwendung funktioniert, kann ich mal gerade in die Produktion reinmachen. Nein, wir testen nicht mehr Produktion. Das heißt, sagst du ihm hier, guck dir mal Minikube an. Minikube ist quasi so ein Single-Node, startet alles, was man braucht. Das hat ein Master drin, das kann wunderbar gegen den Master sein Deployment starten, kann gucken, okay, läuft meine Anwendung, läuft sie nicht. Wunderbar. Multinode-Setup gibt es etliche Tools. Wie gesagt, Minikube ist so das Single-Node. Von Multinode ist wahrscheinlich das bekannteste COPS. Terraform, KubeSpray, jede Menge andere. Einfach GitHub, mal gucken, gefühlte 100, 200 Projekte. Die nehmen einen sehr viel Arbeit ab. Ich persönlich setze zum Beispiel KubeSpray ein. Damit kann ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten kriege ich ein komplettes Kubernetes-Cluster wieder hochgezogen, inklusive ein Overlay-Netzwerk. Thema Netzwerk kann man, wie Oleg schon sagt, nochmal ein komplettes Referat drüber unterhalten. Bei mir ist es so, ich bin bei einem klassischen Provider, wo ich quasi VM1, VM2, VM3 habe. Ich habe keinen Clockstore, ich habe nichts. Das heißt, ich muss nicht im Prinzip alles genau. Einzigen Service, den ich kriege, ich habe eine Floating IP. Das heißt, ich muss auch davon ausgehen, wenn ich von Node A zu Node B kommuniziere, mein Netzwerk ist nicht sicher. Das kann niemand mithören. Deswegen habe ich zum Beispiel halt komplett in der Traffic zwischen meinen Nodes ist komplett verschlüsselt. Und dann in so einem Netzwerk halt drin. Und
Und das Verständnis der Kubernetes-Architektur hilft euch halt ungemein, wenn ihr diese Türen einsetzt, weil stellt euch darauf ein, irgendeine Kleinigkeit, und wenn es nur ist, zum Beispiel, ihr möchtet mit der kubectl von extern auf euren Kubernetes-Cluster halt zugreifen, und das Tool macht es halt standardmäßig nicht, weil es halt zum Beispiel diesen Zertifikatseintrag für euren Kubernetes-Master vergisst, sagt die kubectl, das Zertifikat ist nicht gesigned, Pech gehabt. Kann man halt jedes Mal mit Insecure Cert und sowas halt arbeiten, aber jetzt haben wir unser Kubernetes-Cluster aufgesetzt. Jetzt wollen wir auch wissen, wenn der Cluster abbraucht, dann würde ich aber schon wieder wissen. Ne? Das hat zumindest Vorteile. Deswegen stelle ich als nächstes Punkt mein persönliches Monitoring-Setup vor. Beim Monitoring-Setup muss man sich immer entscheiden, ist die erste Frage, self-hosted oder managed? Managed gibt es wunderbar, Datadog, gibt es einen Befehl in dein Cluster ein, das startet dann im Hintergrund so etwas Ähnliches wie ein Node-Exporter, kann sich wunderbar auf eine Webseite einloggen, kann sich da wunderbar schön alle Grafiken angucken. Am Ende des Monats kriegt man eine Rechnung, wo man mit drei Nodes drin hat, 2.500 Euro. Warum? Pro Node sind nur 15 Container inklusive, und wenn Kubernetes-Cluster mal richtig läuft, sind die 15 Container weg, ohne dass ihr einen einzigen Workload-Container drauf habt. Ich betrachte dabei das Monitoring bei mir aus zwei Richtungen. Die erste Richtung ist das sogenannte Blackbox-Monitoring. Blackbox-Monitoring nenne ich es deshalb, weil ich frage einfach nur die Kube-API, okay, sag mir, wie das Cluster aussieht. Sag mir, ist das Deployment da? Ist die Node ab? Hat die Node genug Ressourcen? Ich gucke quasi nur über diesen einen Endpunkt rein. Ich gucke nicht selber in das Cluster rein, wie geht's dir? Sondern ich verlasse mich rein auf die API. API ist die Wahrheit. Wie machst du das? Curl einfach oder? Ja, ist ja trotzdem das. Einfach HTTP-Abfragen oder? Es ist kubectl. Okay. Es ist halt ein Wrapper, quasi ein JavaScript, was als Wrapper für die kubectl dient. Das ist ein Xinger 2, kann ich gleich gerne zeigen. Des Weiteren ein Federated Prometheus, weil ich habe ein Prometheus außerhalb von meinem Cluster laufen, eins von innerhalb von meinem Cluster. Das innerhalb von meinem Cluster cache Daten nur für 2 Tage. Das heißt, nach 2 Tagen Vergangenheitsdaten weg. Deswegen über Federation ziehe ich die mir in das externe Prometheus, da ist genug Storage dran und kann mir die Daten dann alle wunderbar da anschauen. Wenn mein Kubernetes-Cluster gerade am Boden liegen ist, egal, ich habe die Daten woanders, kann sie mit Grafana auswerten oder womit ich gerade Lust habe. Da bin ich das Weiterungsmonitoring. Das heißt, da bin ich wirklich innerhalb vom Cluster und frage das Cluster direkt. Sag mir, wie der Container seine, wie die Metriken von dem Container sind. Geht es dem Container gut? Dann gibt es zum Beispiel den Prometheus Postgres-Exporter. Damit kann ich explizit die Postgres-Datenbank so abfragen über den Metric-Endpoint. Wie geht es dir? Der Prometheus-Exporter, Node-Exporter, hat ja vorhin das Beispiel als Daemon-Set genannt. Läuft bei mir auf allen Nodes, und sobald ich einen weiteren Node dran nehme, Prometheus Node Exporter, einen Federated Prometheus, Xinger, alles schön automatisch. Kubernetes selber hat Heapstar am Start, dient dafür, sagt einem das Kubernetes Dashboard was. Ja. Oder einfach mal gerade Hände hoch, weil ich jetzt nur, ja, okay. Die wunderschönen Grafiken, die ihr da seht, wenn ihr zum Beispiel auf Nodes oder sonstiges klickt, die stammen alle von Heapstar. Das heißt, wenn ihr den Service nicht mit deployt, habt ihr auch nicht die Grafiken. Dient aber auch nur dem einzigen Zweck, das heißt, wenn ihr extern irgendwas am Laufen habt, Kubernetes-Dashboard, streiten sich die Geister drum, ob man es braucht, ob man es nicht braucht. Überlasse ich jedem, wie er es gerne machen möchte. Was bei mir momentan noch auf der To-Do-Liste steht, ist ein L-Cluster. Weil jeder Container hat ja Logdateien. Und diese Logdateien würde ich gerne an zentraler Stelle auswerten, weil da steht ja sowas drin wie ich habe halt keinen Speicher mehr, oder hier war mal ein Overload, oder da war mal ein Error, weil ein Großteil der Container, die ich am Laufen habe, baue ich mir tatsächlich selber. Und wenn die halt irgendwo in Probleme reinrennen, die man
halt nicht aktiv nach außen sieht, würde ich das schon gerne wissen. Das ist aber wie gesagt momentan bei mir noch auf der To-Do-Liste. Zum Kubernetes-Fundament uns, bevor wir in die Live-Demo, sage ich mal, einsteigen, Fragen. Ich frage mich nur, wie die Metriken und Logs gemanagt werden. Wenn die Pods sterben und die werden dann woanders, in einem anderen Node hochgefahren. Ja, die Logs, die exportiere ich ja, die greife ich mir quasi ab, hole die ab, wie beim Federated Prometheus und schreibe die direkt woanders hin. Okay, aber wenn man das nicht macht, sind die wie ein zentraler Ersys-Log-Server. Ja, kann man die dann hinterher so nennen, wenn die Pods halt einen anderen Namen haben? Die werden doch. Ist vielleicht ein Frontend-Port, der das gleiche macht, aber der kommt im anderen Node wieder auf und dann ja, du kannst ja das Log-Format dir, sag ich mal, anpassen, dass du da einen Pod-Namen und Zeitstempel und sowas dabei hast. Damit kriegst du es ja zugeordnet. Im Elk-Stack kriegst du auch den Application-Name, den Namespace und so weiter. Natürlich sind die Pods kriegen den irgendeinen Namen, genau, ja. Aber du kriegst normalerweise, sobald die Logs dann im Central Logging, was auch immer, landen, kriegen die auch die Tags, sodass du die wiederfindest. Du kannst ja auch eine andere Eigenschaft zunutze machen, nämlich haben gelernt, Pods haben ja eine IP-Adresse, aber sie behalten die ja nicht, wenn sie sterben. Und ich sag mal, wenn ich zwei Pods mit der gleichen IP-Adresse habe, habe ich einen IP-Adressenkonflikt. Deswegen darüber, also du hast genug Möglichkeiten, das so zu filtern, dass du die Logs auseinander bekommst. Das ist übrigens auch der Grund, ich weiß nicht, ob es jemandem auch schon aufgefallen ist, wenn ein Pod stirbt, entfernt Kubernetes den nicht automatisch. Sondern der lässt den extra da, dass man sich mit kubectl-logs die Logs anschauen kann und nach einer gewissen Zeit, oder wenn man ein gewisses Kommando eingibt, dann räumt er das erst alles weg. Lässt sich auch wunderbar in den Grafiken von Grafana sehen, wann er mal aufräumt. Weitere Fragen? Gibt es eine schlankere Alternative als den Elk-Stack? Wenn man ein klares Deployment hat, wo das ganze Elastic-Zeug ein bisschen overkill ist? Habe ich mir im Detail noch nicht angeguckt. Ich hatte mir auch schon sowas wie InfluxDB und Telegraph-Exporter und alles angeguckt. Ich sag, Elk-Stack wäre halt erstmal so die erste Nummer. Okay, gucken wir mal, was es da so gibt auf dem Markt. Wie gesagt, deswegen steht das Thema auch noch bei mir to do, quasi. Analysiere, was haben wir auf dem Markt, und wenn ich dann irgendwas anderes finde, dann ist was anderes. Also wenn du ein kleines Setup hast, ist Kubernetes keine gute Idee, weil Kubernetes frisst schon alleine 1 GB Speicher mindestens. Und ja, die Services, die haben schon bestimmt Overhead, und Kubernetes war eigentlich architekturtechnisch gedacht für große Deployments, für große Cluster. Deshalb auch mindestens 3 Nodes oder eine Node oder mindestens direkt 3. Und wenn du zum Beispiel ein OpenShift Cluster Kubernetes von Red Hat, da ist direkt auch Elasticsearch mit drin integriert. Daher für kleine Deployments Docker Swarm. Ja, das muss man halt auch machen, kannst einfach ein Splunk Setup. Also Splunk ist bis 600 MB Logdaten halt kostenlos. Von daher. Da kommt man selten drüber, und es ist auch so, dass man das laut Lizenzbestimmungen auch, ich glaube, 6-mal für einen Tag überschreiten darf. Also da kann man schon. Ist es auch kommerziell? Das ist kommerziell. Auch kommerziell. Ja. Ah, sehr gut. Ich hätte noch mal eine Frage zu diesem DevOS und Prot. Angenommen, meine Prot ist super sicher. Und ich habe jetzt aus Versehen auf der Dev einen Security Breach eingebaut, und der Mensch, der gerade mal eine SQL-Insertion oder was weiß ich macht, hat Kenntnisse über den REST-Endpoint meiner Prot-Kundendatenbank. Kann der dann über die Dev und über persistentService.prot auf die GET-Schnittstelle und nach Angela Merkel suchen? Könnte er, weil standardmäßig kann quasi, oder ist jeder Port erlaubt, mit jedem anderen Port zu sprechen. Ja. Deswegen führst du normalerweise, das hat ein, ich weiß nicht, ich glaube, das war bei Namespace, Folie, ich suche gerade eine.
Ich hatte auf jeden Fall eine Folie, suche ich nachher nochmal raus, wo ich unten so ein kleines Symbol hatte, wo NetPolicy stand. Du kannst quasi eine NetPolicy definieren, dann kannst du definieren, der Pod darf nur mit dem Pod sprechen, der darf nur von dem angesprochen werden. Und diese ganzen Network Policies kannst du implementieren. Des Weiteren kannst du natürlich auf der CNI-Ebene, also auf der Ebene, wo wir davon sprechen, dass wir ein Network-Plugin haben, zum Beispiel Beef, was den Traffic zwischen den Nodes verschlüsselt, kannst du Einfluss drauf nehmen. Aber standardmäßig ist es halt erstmal offen. Also könnte ich mir die Variante so bauen, dass ich sage DevDevInfra, QSQSInfra und PodPodInfra und dann packe ich da noch eine Hülle um DevDevInfra, eine um QSQSInfra und noch eine um PodPodInfra. Dass die voneinander separiert sind. Dass quasi ich von Pod nicht mehr auf QS zugreifen kann. Natürlich. Das geht also. Das geht. Ja. Gut. Dann ist es dann da. Alles ist möglich, nichts muss. Ich habe auch, also ich habe keine Erfahrung, aber es gibt Istio und ich glaube, das ist so implementiert aus Sidecar-Container, also das heißt, das ist eine zweite Container, was in den Pod läuft, was dann kontrolliert die eingehende und ausgehende Traffic. Das heißt, wenn meine Anwendung eine Security-Bug hat und jemand reinkommt, muss er trotzdem durch die Istio, also diese Security-Layer durch. Und dann in Istio, ich sage dann, ich darf nur von Dev auf der Dev-Datenbank, aber ja. Dann muss man dann echt paranoid sein. Wenn überhaupt Istio in einer. Ja, ich, also wie gesagt, ich habe das nur gesehen, nicht, ja. Nicht so ja. Idealen Welt. Was muss man machen, wenn man möchte, dass ein Gebot immer in bestimmten Nodes gestartet werden, wenn die sterben? Muss man da hin? Will man nicht. Du verpasst deinen Nutz, wo du sagst, okay, da soll das mit drauf laufen, verpasst du ein Label, sagst in deinem Label, sagst in deinem Deployment Selector, das Label, läuft dann nur auf den Nutz. Bessere Frage, warum? Warum? Ja, es kann ja sein, dass manche kurz Services laufen, die ein bisschen mehr geschossen haben und man wird vielleicht ein bisschen Geld sparen und bin nicht so Riesen-Nodes überall. Kubernetes kümmert sich aber um das Ressourcenmanagement. Zum Beispiel hatte ich schon erwähnt, Kubernetes überprüft, hat deine, das ist übrigens auch ein Tipp zu Best Practices, man kann nicht in einem Deployment angeben, mein Container braucht zum Beispiel eine CPU und 1 GB RAM. Was das im Hintergrund für Kubernetes bedeutet, es sucht die Nodes und guckt, habe ich da ein Kern und 1 GB RAM? Das heißt, wenn du jetzt einen Entwickler hast, der sagt, oh, ich brauche 8 Kern und 32 GB RAM, habe aber nur Nodes mit 2 Kern, 4 GB RAM, kommt der Entwickler irgendwann zu dir und sagt, hier, sag mal, mein Deployment, das funktioniert nicht. Und dann sagst du, ja, ich habe keine passende Node dafür. Ja, genau das ist das Problem, dass die Ports dann ständig mal wieder neu gestaltet werden, weil da keine Ressourcen haben. So, deswegen, es macht halt Sinn, in diesen Ressourcen sinnvolle Sachen anzugeben, weil damit verhinderst du das, wenn du halt sagst, mein Deployment, hey, das braucht nur 0,1 CPU und 1 GB RAM, statt es davon 400 auf einer Node, die brauchen da plötzlich alle, halt doch jeder eine CPU. Es gibt auch beim Resource Limits und Requests, glaube ich, heißt das. Ja. Das heißt, die Request ist das Minimum, was mein Pod garantiert ist, und das Limit ist, wenn Kubernetes tatsächlich das killt, weil irgendwas läuft da schief. Das heißt, wenn du dein Limit zu niedrig setzt und dein Container kommt über dieses Limit, ist der Container weg, der wird neu gestartet. Und bei Limit nicht unbedingt, weil bei Limit auf RAM, das Pod wird gekillt und bei Limit auf CPU wird das gedrosselt. Weil das nur so.